Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich will direkt als erstes sagen, vielen, vielen Dank für den Support auf das letzte Video mit dem Prime Gaming Pack. Ich hoffe, es hat bei allen funktioniert. Ich habe in den Kommentaren gelesen, bei ein oder zwei hat es nicht funktioniert. Hoffentlich kriegt ihr das irgendwie in den Griff. Vielleicht schreibt ihr mal EA an oder so und fragt da mal nach beim Support, woran es liegen könnte, dass ihr euer Pack noch nicht bekommen habt. Worum wir zum heutigen Video gehen, wir werden ein bisschen auf eine kleine Low-Budget-Trading-Methode eingehen mit Silberkarten, die aktuell sehr, sehr gut laufen. Ich zeige euch, wie ihr die Spiele einkaufen könnt. Wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Ich zeige euch eins zu eins, was ihr machen müsst, wie ihr das Ganze machen könnt und für wen ist die ganze Methode gut? Das ist auf jeden Fall für die Leute, die wirklich nicht viele Coins haben, die irgendwie nur 10.000 Münzen, 20.000 Münzen haben und sich vielleicht nochmal knapp 10.000, 20.000 Münzen pro Tag dazu verdienen wollen. Also ihr werdet damit nicht irgendwie 1 Million Coins in einer Woche machen, auf gar keinen Fall. Aber wenn ihr euch eine anständige UV-Liste bauen wollt, dann braucht ihr ja zumindest ein bisschen Startkapital und das könnt ihr euch mit dieser Trading-Methode auf jeden Fall aufbauen. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst jetzt sehr, sehr gerne ein Like da, kommentiert sehr, sehr gerne, ob das Ganze bei euch funktioniert. Wendet die Trading-Methode an, probiert es aus und schreibt dann sehr, sehr gerne einen chilligen Kommentar. Zum Start des Videos habe ich mir jetzt noch ein paar Packs gespielt, die ich mir aufgespart habe und ich würde sagen, wir gehen da jetzt zuerst rein und dann zeige ich euch die Trading-Methode. So, ich habe jetzt hier ein paar Packs vorbereitet. Da haben wir auf jeden Fall alles Mögliche am Start. Ein paar Untrade-Packs, ein paar Tradable-Packs aus Division Rivals, Foot Champions, Quali, Erstbesitzer, Fiesta und so weiter und so fort. Also wir haben da auf jeden Fall einige Packs und gucken einfach mal. Starten wir rein ins erste Pack. Zwei seltene Goldspieler-Pack. Da kam jetzt nichts. Ich würde sagen, ich melde mich einfach, sobald wir was Gutes ziehen. Dann seht ihr das Ganze auch. Und ansonsten verschone ich euch mit den Packs. Let's go, wir haben den ersten Inform gezogen. Der kam jetzt aus dem Nichts, aber sind auf jeden Fall auch 10k, die man mitnehmen kann. Wir haben die ersten Lichter. Frankreich, RF. Let's go. Dembélé gezogen. Oh mein Gott, der ist so big. Ey, Dembélé und ich, wir sind so miteinander. Ja, Mann, let's go. Ey, die Karte ist so gut. Der passt halt auch perfekt. Ich kann den 1:1 für Rafinha ersetzen. Rafinha zwar sehr, sehr nice, aber Dembélé ist einfach nochmal 10-mal besser. Let's go. Und der nächste Inform, wieder 10k auf den Nacken. Let's go, nehme ich mit. So, jetzt haben wir noch drei relativ dicke Packs. Einmal Prime-Spieler-Pack Premier League, das ist aus dem Season Pass. 83-Plus-Spieler-Pack und seltenes Mega-Pack. Ich würde sagen, wir starten rein mit dem 83-Plus-Pack. Come on, let's go. Zeig mal was, EA. Walkout, der erste Walkout, let's go. Deutschland, Torwart Neuer, oder? Nee, Trapp. Ey, ist okay. Aus dem 83 Plus Pack, ein 86er, kann man gut gebrauchen. Gutes SPC-Futter. Ich habe jetzt auf jeden Fall mit Neuer gerechnet. Oder auch Testing wäre besser gewesen, natürlich. Aber ein 86er Walker, so kann es gern weitergehen. Wir können direkt reingehen ins nächste Pack. Seltenes Mega-Pack, auf geht's. Lichter, Spanien, ZM, Fabian Ruiz. So, da war jetzt auch wieder nichts drin. Und jetzt im letzten Pack, come on, zeig mal was. Prime-Spieler-Pack Premier League. Ey, es gibt 4 Rule-Breaker aus der Premier League. Einen haben wir schon mit Bailey. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Come on, EA. Zeig was. Kein Rule Breaker. England, ZDV, Stones 83. Belastend. Großer Quatsch. Dann wollte ich euch jetzt nochmal kurz einen Verkauf zeigen, den ich letztens gemacht habe mit Terrier, UV. Ab und zu verkauft sich immer mal wieder einer, aber ich mache pro Karte einfach 5 oder 6k Gewinn. Also der läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie ihr sehen könnt, ich habe heute auch erst wieder einen verkauft. Diesmal für ein bisschen weniger, aber das sind trotzdem knapp 4 oder 5k, die ich mache. Also ich bin mega zufrieden und um das, worum es ja auch heute gehen soll in dem Video, ist die Silber-Trading-Methode, die ich aktuell mache und die ist total einfach. Also wie ihr sehen könnt, es geht um silber-seltene Spieler und ich verkaufe die eigentlich alle für 700, bis auf den einen, da habe ich geguckt auf Footbin, der war für 750 drin. Oder hier, den habe ich jetzt für 650 reingestellt. Aber im Prinzip laufen die alle für 700. Wie läuft das Ganze? Ganz einfach, ihr erbietet die euch für 500, 550, von mir aus auch für 600 Coins. Und dann packt ihr die einfach alle für 700 drauf und ihr werdet sehen, die werden gefühlt alle weggehen. Also ihr könnt jetzt mal gucken, ich habe hier auch keinen einzigen mehr. Also ich habe wirklich alle verkauft, die ich draufgestellt habe. Ich habe hier nur noch meine ganzen UV Road to the Knockout Karten, die ich noch auf der Liste habe. Ich packe die jetzt mal kurz weg und wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe hier vorher noch mal ein paar erboten und wie ihr seht, 600, 550, 500, 550 und so weiter und so fort. Und wenn ihr die alle für knapp 700 draufstellt oder von mir aus auch für 750, ihr könnt die auch gerne ein bisschen teurer draufstellen, dann kann es halt sein, dass ihr die nicht ganz so schnell verkauft. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mega gut easy Coins machen. Es sind zwar kleine Coins, aber für die Leute, die vielleicht nicht so viel Budget haben, die sich nicht irgendwie eine 2 Millionen Coins UV-Liste bauen können, ist das, denke ich, ein ganz guter Start, um sich ein paar Münzen zu verdienen. Und vor allem, da könnt ihr auch nichts verkehrt machen. Also ihr bietet die einfach alle für 700 an. Und dann gehen die schon weg. Also nach knapp einer Stunde sollten die auf jeden Fall weggehen. Das liegt einfach daran, dass man die aktuell bei Icon SBCs braucht. Und es werden jetzt in Zukunft immer mehr Icon SBCs kommen. Und für die ersten beiden Packs braucht man ja immer Bronze selten und Silber seltene Spieler. Und allgemein kann man Silberkarten immer wieder auch in anderen SBCs abgeben. Also oft kommt dann vor, dass man
Silberkarten abgeben kann. Der Silbercup ist jetzt auch noch rausgekommen. Das heißt, da werden auch wieder immer wieder ein paar Silberspieler gekauft. Und wir sehen können, wir haben direkt einen Verkauf gemacht. Zack, den ersten Silberspieler direkt verkauft innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so. Also wie ihr sehen könnt, das Ganze läuft auf jeden Fall. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal kurz. Zack, Silber selten. Ihr geht auf 550 Maximalpreis zum Bieten. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil die Suche bei EA gerade ein bisschen spackt. Durch 19 Uhr. Aber wir bieten jetzt einfach mal auf alle Silber seltenen. Also ich habe zwar jetzt 600 eingegeben. Ich weiß nicht genau, ob die Price Range jetzt richtig ist, aber wir sehen es ja ungefähr hier. Hier kannst du auch 250 oder hier mal 500, 600 und so. Ist alles kein Problem. Könnt ihr alles ohne Probleme machen, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Einfach auf alle bieten. Hier 250 und so. Vielleicht kriegen wir da mal den einen oder anderen oder hier 600 nochmal, 500, 500. Das sind die Karten, die wir haben wollen. Also hier so 500, 550 um den Dreh. Müsst ihr normalerweise schon bieten, damit ihr die Karten auch bekommt. Zack, dann bieten wir mal hier 550 nochmal drauf. Und dann gucken wir gleich mal, wie viele wir von den Karten bekommen werden. So, schauen wir uns das Ganze an. Hier, wir kriegen Karten für 450, 400 Münzen, 300 Münzen teilweise sogar. Also, das geht sogar aktuell noch besser, als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass man Karten gar nicht mehr so günstig bekommen kann. Und was wir jetzt machen, wir stellen die einfach wieder alle für 700, 600, 650 von mir aus auch drauf. Weil wir haben die jetzt uns relativ günstig erboten. Da kann man die auch ein bisschen günstiger draufstellen. Oder mal hier einen für 500, für 700 wieder drauf. Und wenn ihr wirklich die Zeit habt, dann könnt ihr wirklich auch noch auf Footbin gehen und wirklich nach jedem einzelnen Spieler gucken und schauen, ob der vielleicht nicht sogar doch ein bisschen mehr wert sein könnte. Hier habe ich ein ganz gutes Beispiel gefunden. Wenn man sich den jetzt auf Footbin anschaut, der kostet hier einfach 800 Münzen und wir haben den uns gerade eben für 400 Coins geholt. Das heißt, wir haben im Prinzip einfach unsere Münzen verdoppelt mit einer Karte. Können ihn jetzt locker für 800 direkt weghauen, der würde direkt weggehen oder vielleicht sogar für 850 reinstellen. Und dann machen wir auf jeden Fall unsere 300, 400 Coins pro Karte. So, wir stellen ihn jetzt einfach mal für 800 rein. Weil ich bin jetzt nicht so krass angewiesen auf die Coins. Bei dieser Karte ist jetzt genau dasselbe. Ich habe jetzt auch nochmal Footbin geguckt. Und wie man sehen kann, steht er hier in Footbin für 650 Coins drin. Das heißt, man könnte den jetzt auch für 650 reinstellen und der würde instant weggehen. Und so kann man den ohne Probleme genauso für 700 reinhauen. Und dann wird er auch nach kurzer Zeit auf jeden Fall weggehen. Ich stelle ihn jetzt einfach mal für 700 rein und dann gucken wir einfach mal, ob wir den vielleicht schnell verkauft bekommen. Und bei allen anderen Karten, die ihr bekommt, könnt ihr genau dasselbe machen. Also man kriegt die teilweise sogar für 450, 500 aktuell. Kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Und wie gesagt, wenn ihr die Zeit habt, dann guckt wirklich jede einzelne Karte auf Footbin nach. Vielleicht sind manche sogar irgendwie 900 Coins wert oder so. Und ihr macht mal ein ganz gutes Schnäppchen auf jeden Fall. Und da habe ich auch schon das perfekte Beispiel gefunden. Wir haben uns diesen Wessel jetzt für 600 Coins erboten. Und wenn man dann auf Footbin schaut, steht der hier für 1100 Coins drin. Das heißt, ihr macht hier knapp nochmal 400, 500 Coins mit einer Karte, ohne Probleme, ohne viel Risiko. Ihr könnt nichts verkehrt machen, komplett easy. Also es ist wirklich eine sehr einfache Trading-Methode für Leute, die nicht so viel Coins haben. Da könnt ihr wirklich komplett problemlos ein paar Coins rausholen und euch ein kleines Budget aufbauen, mit dem ihr dann euch eventuell eine IV-Liste bauen könnt, um dann nochmal mehr Coins zu machen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir verkauft haben. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier einmal Terrier nochmal losgeworden. Für den haben wir nochmal ein bisschen gut Coins gemacht auf jeden Fall. Und ein paar Silberkarten sind wir auch losgeworden. Also wir haben jetzt insgesamt 5 Stück verkauft, wie ihr sehen könnt, von, ich glaube, es waren 20 oder so. Also jetzt müssten hier knapp, ja, so in etwa 10, 15 Karten oder so sein, um den Dreh, Pi mal Daumen. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man eine volle Liste hat und dann die Spieler verkauft, dann wird man natürlich auch mehr Verkäufe machen und mehr Coins generieren innerhalb einer Stunde. Aber ich denke, man kann trotzdem ganz gut erkennen, dass man da auf jeden Fall Münzen machen kann. Wir haben zum Beispiel diesen Wesley jetzt für 500 Coins Aufpreis verkauft. Also wir haben ihn für 600 erboten, für 1,1 haben wir ihn verkauft. Also man kann da auf jeden Fall gut Münzen machen. Und falls ihr euch fragt, warum ich jetzt auf einmal 260.000 Coins auf der Uhr habe, ich habe gerade eben, während ich im Hintergrund das Video schon mal ein bisschen geschnitten habe und so weiter und gewartet habe, bis halt die ganzen Spieler sich verkaufen, habe ich noch ein bisschen Top-Partien abgeschlossen, dachte mir nichts dabei, komm, ich mache noch kurz die Packs auf, wird jetzt eh nichts großartig dabei sein und ja. Und dann haben wir ein 5K-Pack aufgemacht und dann haben wir einfach mal auf ganz entspannt einen guten Rulebreaker gezogen. Und zwar der Edin Dzeko, der Kollege. Und der kostet einfach 150k. Den konnten wir entspannt für 145 weghauen. Ich habe ihn direkt auf die Liste gepackt. Dachte mir, komm, ich nehme jetzt die Coins mit. Und mit denen kann ich dann wieder traden. Also schmeckt auf jeden Fall aus dem 5K-Pack. Da sagt man nicht nein. Das soll es dann jetzt aber auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wie gesagt, schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob euch die Trading-Methode was bringt. Lasst gerne ein Like da, wenn es bei euch funktioniert hat. Und noch ein kurzer Nachtrag. Knapp 90% der Leute, die meine Videos schauen, sind nicht meine Abonnenten. Also wenn du einer von denen bist, dann lass jetzt sehr, sehr gerne ein Abo da, damit auch du aus den nächsten Weekend League Rewards einen roten Neymar ziehen kannst. So, damit verabschiede ich mich jetzt. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.